Hallo liebe Zuseher, mein Name ist Thomas Job, ich bin der Flugexperte von der Webseite fluggesellschaft.de und das ist die Folge 2 meiner Airline News bei YouTube. Ich hatte beim letzten Mal ja erklärt, dass ich vorhabe, die Audiospur zu separieren. Ich habe auch das geschafft, die technische Voraussetzung. Allerdings habe ich das Zusammenschneiden, ich möchte auch ein schönes Intro machen. Das ist alles noch nicht so fertig, deswegen verschiebe ich das auf eine der nächsten Folgen. Also im Moment bleibt es erstmal nur bei den YouTube-Videos. Ja, heute wieder ein vollgepacktes Programm. Wir haben Freitag, den 10. Juni 2016. Ich habe extra bis zum späteren Nachmittag gewartet, bis dann die letzten Schnäppchenangebote auch reingekommen sind. Und heute möchte ich vor allen Dingen neue Flugrouten wieder vorstellen. Aktuelle Angebote und Streikinformationen, da müssen wir auch drauf eingehen. Und dann habe ich was Neues. Ich habe am Ende jetzt auch einen Link-Tipp und da möchte ich euch auch positiv mit überraschen. So, es geht auch direkt los. Ich sammle wie immer meine Neuigkeiten bei Twitter unter dem Namen Flugexperte. Und da hatten wir in der letzten Folge schon die Möglichkeit vorgestellt, nach Nordamerika über die Insel Island zu fliegen. Da gibt es noch andere Fluggesellschaften außer der Wow Air. Da ist zum Beispiel die Iceland Air unterwegs, ziemlich häufig sogar, von mehreren deutschen Abflughäfen. Und dann kann man in Keflavik umsteigen. Neu geht es jetzt hier nach Montreal, das ist in Kanada. Die Condor wird heute zweimal vorkommen und da haben wir die Neuigkeit, dass die jetzt ein weiteres Ziel in den USA anfliegen. Die sind sowieso sehr oft unterwegs auf dieser Strecke von Deutschland nach Nordamerika. Meistens geht das hier von Frankfurt und von dem großen Flughafen München. Und im Sommer 2017 geht es dann nach Süden, in den Süden Kaliforniens, nach San Diego. New Orleans ist auch dabei. Schaut einfach mal rein. Dann haben wir was Neues von dem Billigflieger Ryanair. Die sind ja ansässig am Flughafen Weeze. Das ist am Niederrhein, circa eine Autostunde von Düsseldorf entfernt. Der wird manchmal bei Ryanair als Düsseldorf-Weeze bezeichnet. Und ja, muss man immer aufpassen. Für Leute aus dem Ruhrgebiet interessant, aber man muss da immer so eine Stunde einrechnen. Mit dem Auto kommt man ganz gut hin. Mit Bus und Bahn ist das schon etwas schwieriger. Und hier sind vier Routen jetzt im Fokus. Die habe ich mal rot markiert. Ganz neu ist dieses Niš in Serbien. Dann fliegen die nach Temeswar. Das ist im Westen Rumäniens. Und im Winter gibt es zweimal wöchentlich die Verbindung nach Béziers in Frankreich. Und Palma möchte man im Winter auch anfliegen für die Leute, die dort auf der Insel überwintern. Vielleicht eine interessante Flugroute. Dann haben wir hier auch was Neues und zwar ist das die Germania Schweiz. Ihr kennt ja die Germania als deutsche Fluggesellschaft, die sitzen hier auch in Berlin. Und die sind beteiligt an der Schweizer Tochter und bauen dort eigentlich ein großes Flugnetz auf. Das ist also für Schweizer interessant, aber eben auch für deutsche Fluggäste an der Grenze, zum Beispiel aus Baden-Württemberg. Da könnt ihr dann rüberfahren nach Zürich und euch die neuen Strecken anschauen. Das ist eine ganze Menge dabei. Schaut mal bei Twitter unter Germania Schweiz, das ist deren Namen. Da sind erst 44 Tweets, erst 41 Follower. Das ist also ganz neu und da werden die neuen Strecken vorgestellt. Vilnius ist dabei. Das sind also die baltischen Staaten. Split ist in Kroatien, Varna ist in Bulgarien. Also sehr interessante Sachen, auch für Urlauber in den Ferienzeiten. Sicherlich eine neue Möglichkeit. Was haben wir noch? Alle springen gerade auf diesen EM-Zug auf. Die Lufthansa ist ja so der offizielle Partner der Mannschaft. Und ja, die anderen Fluggesellschaften gucken da so ein bisschen in die Röhre, aber alle machen gerade was. Nicht nur die Airlines, sondern auch die Flughäfen. Schaut einfach mal rein, was da angeboten wird. Ich empfehle gerade mal TuiFly. Ich empfehle Air Berlin macht was. Ja, da kriegt man alkoholfreies Bier bei bestimmten Voraussetzungen von Bitburger. Oder hier die Eurowings macht ein Gewinnspiel nach dem Motto, sei Fan von irgendwas. Du musst nur ein Selfie machen.
das mit dem Hashtag versehen hier bei Twitter hochladen und weitere Informationen bekommt ihr auf dieser Domain, die ich hier verlinkt habe. Ja, Fußball-EM hatten wir gerade angesprochen. Dummerweise startet morgen schon wieder ein Streik und Air France ist davon natürlich als französische Fluggesellschaft am meisten betroffen. Die haben Informationen auf ihrer Webseite. Ihr geht also auf airfrance.de und dann gibt es oben eine kleine Banderole in roter Schrift. Da kann man draufklicken, das ist ein Textlink und dann kriegt man weitere Informationen. Hier schreiben die schon, was morgen passiert. Die sind also immer irgendwie so für die nächsten 24 Stunden aktuell. Morgen werden 90% aller Langstreckenflüge durchgeführt und 90% der innerfranzösischen Flüge und die Mittelstrecke, das sind so 75% nach und von Paris Charles de Gaulle, werden eigentlich durchgeführt. Aber es gibt immer wieder Flüge, die ausfallen und wenn ihr davon betroffen seid, von Air France, dann schaut euch das vorher hier genau an. Ja, und darauf hatte ich den ganzen Vormittag gewartet, da kam nichts von der Condor, erst so nach 13 Uhr waren Angebote im Programm, die sind nur noch bis zum 12., also jetzt noch 2 Tage gültig, da geht es nach Heraklion, nach Griechenland, Insel Kreta für 50 Euro oder nach Antalya in die Türkei, türkische Riviera ist das, dann Barbados haben wir dabei zum günstigen Preis und auch Brasilien, Rio de Janeiro. Schaut einfach rein, nur noch kurzfristig buchbar und da muss man sich sputen, um ein gutes Angebot zu bekommen. Und ganz am Schluss noch mein kleiner Link-Tipp. Den habe ich auch hier an meinem YouTube-Kanal angeheftet. Da kann man ja so Abos abonnieren. Und da möchte ich euch diesen Airline-Spotter empfehlen, den Kanal. Der hat wirklich ganz, ganz tolle Videos. Das ist so ein Student, auch aus den USA, glaube ich. Der ist auch gerade in seiner Prüfungsphase. Da kommen also im Moment nicht ganz so viele Neuigkeiten. Aber die Videos, die der dreht, die sind aus meiner Sicht sehr professionell. Und die kann ich nur empfehlen. Ja, das war es auch schon wieder mit den Airline News. Ich hoffe, ich sehe euch wieder auf meiner Webseite fluggesellschaft.de oder auf der Facebook-Seite facebook.com/Fluggesellschaften. Ich würde mich über ein Like freuen oder natürlich ein Abo von euch. Danke und bis bald. Tschüss!